Hey ho, meine Lieben! Heute rocken wir mal wieder die Feuerplatte. Wir machen ein Schweinefilet mit Kartoffelprodukten. Ja, ich starte einen Test. Ich möchte ja etwas ausprobieren von einem Bekannten. Habe ich ein paar verschiedene Kartoffelprodukte bekommen. Puh, heul, Fertigware, egal. Die Dinger sind lecker und die möchte ich probieren, ob ich die auch auf der Feuerplatte machen kann. Ja, ich habe mir noch etwas gebaut. Und zwar auch so Gloschen oder wie man es nennt. Einfach eine Edelstahlschüssel, der Griff oben drauf. Ja, und das kann man dann auf die Feuerplatte stellen und unten drunter was Feines drunter liegen haben. Ideal, um Burger Patties zu überbacken mit Käse. Ja, oder eben Kartoffelprodukte. Und das will ich heute ausprobieren. So auf die Seite legen. Und für Schweinefilet, denke ich ja mal, nehme ich das, was hier drin ist. Wenn das drin ist, was ich vermute, bekommen habe ich das Päckchen vom Philipp. Und da gucken wir jetzt zuallererst rein, ob auch das drin ist, was ich vermute. Gehen wir rüber, schauen wir rein und dann machen wir mit dem Rest weiter. So, dann schauen wir gleich einmal. Na, da ist ein Messerchen. Und was kommt raus? Ein Rinderwahn, den brauchen wir nicht, wir haben eine Sau. Und Philips Steak Seasoning, Würzmischung für Steaks. Ja, das werden wir verwenden, sonst hat er nichts mit eingepackt. Reicht auch vollkommen. Ja, mit dem hier. Eine einfache Würzmischung ist es. Zutaten, Meersalz, Knoblauch, Pfeffer. Mehr brauchen wir jetzt dazu nämlich nicht. Schneide ich das Filet in Stückchen. Ja, tue es ein bisschen drücken. Und mit dem Steak Seasoning würzen. Und dann kommt es auch schon auf die Feuerplatte. Die verschiedenen Kartoffelprodukte. Och, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist. Ich glaube Mozzarella Sticks. Kartoffeltaschen, irgendwie sowas war es. Irgendwelche Bällchen. Die hole ich nachher dann erst runter, wenn die Feuerplatte soweit angeheizt ist. Die tue ich alle in der Schüssel rein und ja, die sehen wir dann eben draußen. Aber jetzt schneide ich zuerst mal das Filet, tue es zurecht parieren und dann würzen. Ja, wie gesagt, ein bisschen zurecht pariert. Patricia macht nebendran gerade Krach. Egal, wir schneiden unser Filet in Stückchen. Also ganz einfach. Ja, das lassen wir so. Dann tun wir es ein bisschen pressen. Butterweich, butterweich. Patricia, der Krach wird ja immer mehr bei dir. Ich hab Espresso. Dann nehmen wir den Steak Seasoning. Boah, also der riecht mal richtig gut nach Knoblauch. Also wie gesagt, Salz, Pfeffer, Knoblauch ist es. Tun wir einmal durchmischen. Und dann können wir das Schweinefilet bis wir raus an die Feuerplatte gehen, noch kurz im Kühlschrank stellen. Ich gehe raus und feuer die Feuerplatte an und hole dann die Kartoffelprodukte. Tja Leute, wenn es mal wieder länger dauert, die Feuerplatte ist jetzt, ich glaube, Monate weiß, nur da hinten im Eck gestanden. Ich muss jetzt erstmal ordentlich einheizen, sauber abkratzen und wieder ordentlich einölen, dass man die erste Mal verwenden kann. Ja, hilft nichts. Machen wir jetzt und danach geht es natürlich dann weiter. Jo, da haben wir jetzt alles drauf liegen. Ja, reine Kartoffelteile, Brokkoli,
Brokkoli-Teil. Leute, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da auf der Packung stand. Da stand was mit Mozzarella-Fingern drauf. Das waren auch so Kartoffelröstis waren das, genau. Und Brokkoli-Croton. Ja, auch irgendwelche solche Kartoffelboller. Krustis, irgendwie. Ja, und noch die Kartoffeltaschen. Tja, und das werden wir jetzt auf die Feuerplatte drauf tun und eben mit den Gloschen abdecken. Und dann gucken wir mal, ob das was wird. Ob wir es durchgehend abdecken mit den Gloschen, keine Ahnung. Aber wir werden sehen. Gut, gehen wir rüber an die Platte. Was wir natürlich machen werden müssen, die Dinger zwischendurch einmal drehen und wenden. Das ist ganz klar. Man könnte die bestimmt jetzt auch so draufschmeißen und drehen und wenden, aber in diesen Gloschen eben, ja, bildet sich dann eine Temperatur unter der Glocke und dann sind sie definitiv auch schneller durch. Ja, und mit unserem Filet, da warten wir jetzt noch ein bisschen, weil die Kartoffelteile brauchen mit Sicherheit ja länger als das Fleisch. Boah, meine Deckung gehen hier. Wo man mit Sicherheit nachher aufpassen muss, wenn man die Dinger runternimmt, könnten warm werden, weil ich habe hier oben Griffle aus Metall genommen, die haben mir einfach besser gefallen und ja, auch Edelstahl. Zum Spülen macht es sicherlich mehr Sinn als Holzpinöpel oben drauf. Ja, wie gesagt, oder habe ich das schon gesagt, die habe ich mir bei IKEA mitgenommen. Ja, und jetzt lassen wir das Zeug erst einmal ein bisschen brutzeln. Ja, ich bin neugierig. Und sie werden irgendwann mal. Hoffe ich zumindest. So, wir gucken mal wieder nach. Ich habe zwischendrin mal schon gedreht und gewendet. Die Mozzarella-Teile sehen ja schon mal richtig gut aus. Die platzen auch schon auf. Aber ich lasse ihn noch kurz drauf liegen. Nochmal drehen und wenden. So. Ja, die Teile werden auch. Also es scheint wirklich so zu funktionieren. Wie ich mir das vorstelle. Sprich, wie im Backofen. Das Ding ist natürlich verdammt dick. Stellen wir jetzt hochkant. Die ist mir mittlerweile zu warm. Wunderbar. Und gleich können wir mal die Mozzarella Sticks ja probieren. Jo, jetzt wird es aber Zeit, einmal was von dem Filet mit drauf zu wuchten. Das machen wir auf der Seite hier. Hat natürlich leicht ausgewässert durch das Salz, aber ich glaube, das spielt jetzt keine große Rolle. Thank you.
Ich weiß, noch keine Röstaromen, aber dafür drehen wir es ja nochmal um dann. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir müssen die Mozzarella-Sticks runterholen. Und die sehen doch schon ganz klasse aus. Und zu probieren, gehen wir hinten an meinem altbewährten Terrassenplatz. Ja, so sehen sie aus. Und wer sich jetzt wundert über dieses drehbare Ereignis, ich habe so eine Tortenplatte von Utem bekommen, werde ich unten drunter verlinken und ja, dann probieren wir mal so ein Teil. Sind sie gescheit? Weiß, sind sie gescheit? Also, diese Mozzarella-Sticks, die funktionieren hervorragend. Geil. Aber heiß. Ich gehe mal wieder nach dem Fleisch gucken. Also das kleine Stückchen von vorher, ich glaube, das ist fertig. Geil. Salz, Pfeffer, Knoblauch. Einwandfrei. Aber dazu ein Mozzarella-Stick. Ich habe gerade noch die restlichen Fleischstücke draufgelegt. Zeige ich euch gleich noch. Und ja, von den restlichen Kartoffelprodukten, die Kartoffeltaschen, kann ich jetzt schon sagen, sind aufgeplatzt. Und naja, gucken wir mal, dann sehen wir schon. Aber schmecken werden die mit Sicherheit auch. Gehen wir wieder rüber. So, runtergegessen. Ja, von der Seite haben sie jetzt auch ein bisschen Farbe bekommen. Und ja, drehen wir uns, drehen und wenden wir halt ein bisschen Öl dazu und gut ist. Sieht man Display da hinten? Ja, sieht man. So sieht hier drunter aus. Und ja, ich denke, diese Kartoffeltaschen hier sind das nächste, was wir speisen können. Das Fleisch drehen wir jetzt nochmal. Und dann dürften die drei Stückle nachher auch gleich fertig sein. Danke, Schatz. Gut, reicht. Schatz, hier rockt die Feuerplatte. So, Freunde, die nächste Runde zum Verspeisen ist fertig. Unsere drei, wo wir zuerst drauf getan haben. Oh, sehen die gut aus. Die drehen wir nochmal alle. Und unsere aufgeplatzten Igelkartoffeltaschen. Das geht ja noch. Ja, und dann gehen wir wieder rüber an den Tisch. Tadadadä. Irgendwie macht mir das voll Spaß und Laune mit diesen drehbaren Tortenständer. Ja, jeder nimmt sich jetzt was und dann tun wir probieren. Schatzi, einmal für dich. Komm, du kriegst gleich zwei Fleischstückchen. Und der Rest ist für mich. Ja, ich denke sowieso, das ist das letzte Mal herausessen in diesem Jahr. Es ist schon ziemlich kühl, aber ja, zwecks der Gaudi können wir das schon mal machen. Ist ja im Prinzip bloß Fingerfood. Du auch halt?
vielleicht ein bisschen viel von den Steak Seasoning erwischt. Ein klein bisschen fast zu salzig. Aber ja, erster Versuch mit dem Zeug. Aber so jetzt von dem Zusammenspiel Salz, Pfeffer und Knobi optimal, schön abgestimmt. Wenn es bloß nicht immer so heiß wäre. Gut, dann warten wir jetzt noch auf den Rest und den probieren wir dann natürlich auch noch. Wir essen jetzt das erste Mal auf. Tja, Freunde, der Rest ist auch soweit fertig. Und das ist schon voller Heiß, das weißt du. Ja. Bisschen dunkel. Geht. Ja, ist ein bisschen dunkel. Brokkoli muss dunkel sein. Das kann man nicht essen. Das Brokkoli-Teil, ja, würde ich jetzt als bedingt geeignet erachten auf der Feuerplatte. Die Kartoffelteile sind halt pflegeintensiv, die muss man öfters drehen. Aber die anderen Sachen waren hervorragend auf der Platte. Was möchte ich mit diesem Video sagen? Leute, ihr könnt auch gerne mal so Fertig-Kartoffelprodukte verwenden. Die sind auch lecker und ja, völlig legitim. Warum immer alle schreien, Fertigprodukte? Ich kann es teilweise echt nicht verstehen, weil sie sind doch lecker. Hol's dir. Warte, ich stell's darüber. Ja, also knusprig sind die Kartoffelteile definitiv. Noch eins von den anderen. Also, mir schmeckt es. Und wie gesagt, wenn es schnell gehen muss, einfache Beilage, Mut dazu, haut sowas einfach auch mal auf die Feuerplatte. Und ja. Das nächste Mal werden wir bestimmt wieder was Aufwendigeres machen. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde jetzt noch fertig schnapulieren. Halt, den Brokkoli habe ich noch gar nicht probiert. Aber der kommt lecker rüber. Wo haben wir den das letzte Mal gemacht? Keine Ahnung mehr. Aber hier muss ich jetzt sagen, kommt der Brokkoli-Geschmack besser rüber als letztens in der Küche. Geil. Lecker. Okay. Endgültig aus. Hasta la vista und tschüss.